So Freunde, ich habe einen Halfter dabei und ich möchte euch heute ein bisschen was zum Umgang mit dem Knotenhalfter erklären. Viel Spaß! Ganz viele Leute haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Umgreifen. Das heißt, bei uns in der Bodenarbeit ist wichtig, dass wir die Pferde wohin schicken, umgreifen und in die andere Richtung mitnehmen. Das, was ich ganz oft sehe, ist, dass die Leute umgreifen und dann anfangen zu ziehen an den Pferden. Ich zeige euch einen kurzen Trick, wie ich das Ganze so ein kleines bisschen üben kann. Jeder, der Panels daheim hat oder eine Elektrozaunlitze, kann das super toll daheim üben. Kommt mal mit ins Training. Zunächst mal nehme ich meinen Knotenhalfter, schwupp, und mache mir das quasi am Zaun fest. Steckt mir das da durch, zack, die Burg, und schwupp, so dass das da schön locker drauf hin und her kann. Das ist nämlich der springende Punkt. Dann gehe ich auf einen gewissen Abstand zu meinem Anbindepunkt und nehme meinen Halfter und gebe dem so einen kleinen Schubser darüber. Und jetzt merkt ihr schon, wenn ich da ziehe, rutscht das gar nirgends hin. Das rutscht dann, wenn ich das Ganze mit so ein bisschen aus dem Arm schwupp, nach da laufen lasse und nach hier laufen lasse. Zack, nach da laufen lasse, schwupp, nach hier laufen lasse. Und jetzt, wenn wir meine Hand anschauen, meine Hand macht nicht zu und ist fest, sondern ich bin da weich mit meinen Fingern. Meine Finger sind auf, zack, und ich bin eigentlich dabei. Das ist das, was ich mache mit meinen Pferden, dass ich ihnen eigentlich einfach nur die Richtung weise. Natürlich mache ich das dann nicht mit so einem Schubser, aber zum Üben ist dieser Schubser ganz gut, dass mein Halfter von links nach rechts läuft. Und jetzt schaue ich einfach, wie wenig kann ich machen. Und es läuft trotzdem ein Stückerl, weil das ist eigentlich alles, was ich brauche, damit mein Pferd sich wohin bewegt. An einer Elektrozaunlitze läuft es noch besser, da kann ich ihn richtig durchflutschen lassen. Macht euch da wirklich ein bisschen ein Spiel draus und schaut einfach, dass ihr von links nach rechts so weit wie möglich kann. Plus, ihr könnt jetzt auch versuchen, auf die komplette Distanz mit einer durchhängenden Führleine hergehen und sagen, okay, schwupp, bis hinüber, wieder hängen lassen, schwupp, bis hinüber, hängen lassen, schwupp, bis hinüber und ein letztes Mal, zack, die Burg. Wie gesagt, das da wollen wir vermeiden, weil dann bewegt sich das gar nirgends hin. Viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, ich habe euch ein kleines bisschen weiterhelfen können.